Hey Leute, schön, dass ihr wieder mal mit dabei seid bei einer weiteren Folge bzw. einer weiteren Mission hier in Star Wars Squadrons. Und wir machen jetzt wieder eine Mission für die Rebellen. Es scheint mir so, dass es vielleicht nicht unbedingt abwechselnd ist, aber dafür alle zwei Missionen man die Fraktion wechselt. Und wir beginnen das Ganze wie jedes Mal mit einem Ich kleinen meine ja Gespräch. nur, wir hätten den Horchposten übernehmen können, statt ihn hochzujagen. Überleg mal, wie sehr wir das Imperium damit an der Nase rumführen könnten. Oder wie viele Credits wir verdient hätten. Oh, als deine Truppführerin tue ich mal so, als hätte ich das nicht gehört. Komm schon, Gunny. Willst du mir erzählen, dass die neue Republik keine Infos über das Imperium braucht? Außerdem ist Krieg nicht gerade billig. Tja, da ist wohl was dran. Wenn man einen Sternenzerstörer gestohlen hat, ist alles, was dem Imperium gehört, ein wenig verlockend. Weißt du, wir waren doch mal Rebellen. Aber kaum sind wir eine Republik, müssen wir alles auf ehrliche Weise angehen. Der Commander bereitet eine Falle für Tirissa Carrel vor. Ist das nicht hinterhältig genug für dich? Früher hätte ich sie bis auf ihre Stiefel abgezockt. Aber es ist wohl besser als nichts. Wo er recht hat, hat er recht. Na gut, wir sollten uns an die Arbeit machen. Ja gut, dann wieder zum Besprechungsraum gucken, was unsere nächste Mission ist. Zunächst möchte ich euch gratulieren. Ihr habt es geschafft, den Sternenzerstörer Vectorum einzunehmen, wodurch wir den Starhawk-Prototypen früher als geplant vollenden konnten. Und das Imperium tappt im Dunkeln. Sie glauben, dass er sich weiterhin im Bau befindet. Tirissa Carrel wird weiter nach Projekt Starhawk suchen, bis sie es zerstört hat. Es ist an uns, sie aufzuhalten. Dank einer Falschinformation in meiner Nachricht werden wir eine Falle aufstellen. Laut der Falschinformationen beschützt ihr eine Lieferung von Magnetkristallen, die für die Fertigstellung des Starhawks benötigt wird. Mit diesem Köder werden wir Tirissa und die Overseer tief in den Savianischen Abyss locken, eine besonders instabile Gegend des Weltraums. Hier werden wir unseren Hinterhalt planen. Keine Sorge wegen des Konvois. Er ist leer und wird von einem Droiden gesteuert. Das bedeutet allerdings auch, dass ihr alles, was ihm im Weg ist, beseitigen müsst. Vanguard, ich möchte, dass ihr diesen Konvoi mit allen Mitteln verteidigt. Wir müssen dafür sorgen, dass es glaubwürdig aussieht. Euer Ziel ist dieser Engpass. Dort wird der Starhawk warten, um die Overseer lahmzulegen. Und hoffentlich auch, um Tirissa gefangen zu nehmen. Es mag simpel klingen, aber nichts im Servianischen Abyss ist simpel. Macht euch auf eine schwere Mission gefasst. Okay, das hört sich wirklich in einer sehr spannenden Mission an. Aber zuerst erstmal mit allen Leuten reden. Die Starhawk-Crew? Ist mehr als bereit. Ich habe die Crew selbst ausgesucht, nach Erfahrung und Können. Sie wurde monatelang trainiert. Hervorragend. Ich weiß die Unterstützung zu schätzen, General. Es ist ein guter Plan, Lyndon. Sei nur vorsichtig. Ich weiß, dass du persönlich mit dem Captain der Overseer zusammengearbeitet hast. Lass dich davon nicht beeinflussen. Moment, General. Tut mir leid, es passt gerade nicht. Deine Staffel wartet. Okay. Einfach mal so das Gespräch ein bisschen mitlauschen. Wenn Lyndon recht hat, könnte uns sein Plan Tirissa Carrel vom Hals schaffen. Je früher, desto besser, wenn du mich fragst. Lyndon ist fest davon überzeugt, dass er uns in Gefahr bringt. Ich kann ihn einfach nicht dazu bringen, sich auf das große Ganze zu konzentrieren, solange es um Tirissa geht. Der Commander ist ein kluger Mann, aber jeder hat so seine Schwachpunkte. Ich frage mich, ob wir ihre Schwachpunkte auch treffen. Wir gaukeln Tirissa einen harmlosen Konvoi vor, dem sie folgen soll. Mal sehen, wie lange sie sich an der Nase herumführen lässt. Je länger, desto besser. Als das Imperium Mon Cala besetzte, habe ich gelernt, wie man es leicht in die Irre führen kann. Solange du harmlos aussiehst, unterschätzen sie dich. Ich habe viel Zeit in der Nähe imperialer Truppen damit verbracht, mich dumm zu stellen. Als Barkeeper oder Straßenkehrer. Leute, die nicht bedrohlich wirken. Und am nächsten Tag habe ich der Rebellion alles mitgeteilt, was ich aufschnappen konnte. Es war nicht leicht, aber ich habe gelernt, geduldig auf die richtigen Gelegenheiten zu warten. Denkt daran, der Zavianische Abyss ist kein Ort für schwache Gemüter. Und Tirissa wird auch einige Tricks auf Lager haben. Augen und Ohren offen halten. Habt ihr verstanden? Gut, gut.
Dann können wir hier auch nochmal mit ein paar Leuten reden, unserem Lieblingskollegen Frisk. Der Commander will Terissa also mit einer Falle in die Knie zwingen. Das muss mein guter Einfluss sein. Das Wichtigste an einem Schwindel ist die Glaubwürdigkeit. Wir fliegen in den Savianischen Abyss. Das tut man nur, wenn man nicht weiß, worauf man sich einlässt oder wenn es das Risiko wert ist. Wie beispielsweise zu verhindern, dass ein Starhawk fertiggestellt wird. Terissa Carroll wagt sich in den Abyss nur, um ein paar Magnetkristalle zu zerstören. Die wird ihr blaues Wunder erleben. Ich bin gespannt, wie unser Starhawk Terissas Flaggschiff bearbeitet. Unsere Ingenieure haben Schweiß und Blut in die Fertigstellung gesteckt. Das ist das Tolle an der neuen Republik. Endlich können wir mit der Stärke des Imperiums gleichziehen. Das wird eine Show. Auf die eine oder andere Art. Naja, ob das so gut klappen wird gleich mit dem Hinterhalt. Mal schauen. Ich habe Geschichten über den Savianischen Abyss gehört. Ganze Flotten sollen darin spurlos verschwunden sein. Unseren brandneuen Starhawk dorthin zu schicken, ist ziemlich riskant. Commander Javes muss vollstes Vertrauen in die Ingenieure haben. Und natürlich auch in uns. Immerhin sind wir diejenigen, durch die List funktioniert. Ich habe mir mal die Pläne des Starhawks angesehen. Es ist nicht einfach nur ein weiteres Großkampfschiff, sondern eine Verteidigung gegen imperiale Flotten. Jeder freie Zentimeter ist mit Lasern und Munition vollgestopft. Aber noch beeindruckender ist der Traktorstrahl. Wenn ich die Pläne richtig interpretiere, dann ist der Traktorstrahl des Starhawks 10-mal so wirksam wie der eines Sternenzerstörers. Das wäre unfassbar. Die Magnetkristalle, die im Traktorstrahl des Starhawks verbaut wurden, sind sehr selten. Einige stammen wohl aus dem Sternenzerstörer, den wir eingenommen haben. Meine Familie hat Unsummen von Credits für Magnetkristalle ausgegeben. Es ist wunderbar zu sehen, dass sie jetzt einem guten Zweck zukommen. Dann stellen wir unseren neuen Starhawk mal auf die Probe, oder? Ja, da freue ich mich auch schon, den in Action zu sehen. Dann bereit mal zum Start. Für diese Mission dürft ihr euch einen Jäger selbst auswählen. Ein X-Flügler, Y-Flügler oder A-Flügler. Jeder hat seine Vor- und Nachteile. Seht euch die Pläne an und entscheidet euch. Ah, okay, auch mal interessant. Ich glaube aber, wir gehen einfach standardmäßig mit dem X-Wing rein. Let's go, Leute. Schön wieder aus dem Hangar raus donnern. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Gefahren des Savianischen Abyss nicht übertrieben. Oh, die Blitze. Sieh dir die ganzen Blitze an. Terissa Carroll hat offenbar den Köder geschluckt. Ihr Flaggschiff, die Overseer, nähert sich. Viel Glück, Vanguard. Beschützt diesen Konvoi. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay, erstmal dem Konvoi folgen, ganz gechillt. Chaos an jeder Ecke. Wir gehören hier nicht her. Ich will nicht sehen, was passiert. Hey, was passiert, sobald der Starhawk die Overseer deaktiviert hat? Dasselbe wie bei der Victorum, vermute ich. An Bord gehen, die Systeme blockieren und die Crew gefangen nehmen. Ich weiß nicht, Grace. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Terissa Carroll ohne Gegenwehr mitkommen wird. Ich hasse die Wolken. Wer weiß, was sich da draußen befindet. Das wissen wir doch. Ein Sternzerstörer mit einem Captain, der uns tot sehen möchte. Wirklich hilfreich, Gunny. Danke. Da ist die Frage, ob die überhaupt mit der Overseer hier hinkommen. Der Konvoi ist nicht intelligent genug, um durch diese Asteroiden zu fliegen. Dann sprengen wir eben einen Weg frei. Okay, machen wir das doch. Ah, erst unter 1000 Meter können wir schießen. Bumm. Boah, und alle fliegen einfach noch so weg. Na gut, macht natürlich Sinn im Weltall ohne Schwerkraft, ne? Ein Sternzerstörer. Oder was von ihm übrig ist. Er ist wohl schon eine ganze Weile hier. Eigentlich müsste es Terissa Carroll entmutigen. Für jemanden wie sie ist das Wrack keine Warnung. Es ist nur eine weitere Verunglimpfung. Also die Savianische Abyss gibt es ja auch im Multiplayer. Also ist noch eine Map, die da übernommen worden ist. Was natürlich
überhaupt nicht schlimm ist. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn die alle anderen Maps aus der Kampagne übernommen hätten für Multiplayer. Endlich! Oh, was? So viele auf einmal oder was? Ich glaube, ich schieße erstmal am Anfang einfach nur drauf in der Hoffnung, irgendwie durchs Glück was zu treffen. So. Machen wir alles auf die Laser. Alter, der hat sich einfach an mir vorbeigedrängt und wollte mich überholen. Nicht mit mir, Junge. Oh. Alter. Nee. Wo ist oben? Oh nein, ich weiß nicht, wo oben ist, Leute. Alter. Das war aber mies. Ich wollte der KI folgen. Die hier rumfliegen kann in den Nebel oder was? Das war unfair. In den Nebel hat man natürlich dann keine Orientierung mehr, wo oben und unten ist. Wo sind die ganzen denn? So. Nächsten anvisieren. Geht auch wieder schön in den Nebel, dann kriegt er eine Rakete ab. Aber ich glaube, die habe ich gerade nicht mehr abfeuern können. Das ist natürlich irgendwie jetzt nicht so gut gelöst von der KI, muss ich ehrlich sagen. Dass die da unten im Nebel die ganze Zeit rumfliegen. So. Dafür fliegen die alle schön langsam und nicht total unkoordiniert rum. Boah, das sind da richtig viele gerade. Die haben sich einfach selbst zerstört gefühlt. Das sind auch noch Korvetten, wieder schön gerade fliegen. Und dann zerstöre die Type Bomber jetzt. Wo sind die denn? Ah, da sind sie. Ich habe in die falsche Richtung geguckt. Auch gut. Und schon. 33 Leben nur noch. Neun Leben nur noch, dann kriegt ihr eben die Rakete ab. So. Oh, danke schön, da hat mir irgendjemand den mir im Nacken getötet, wie es scheint. So. Das ist ein normaler, ich will lieber auf die Thai-Bomber gehen, da war doch gerade einer. Wo ist er hin? Das ist so ein Thai-Abfangjäger. Thai-Bomber. Über mir irgendwo. Ja, die attackieren schön langsam unseren Konvoi. Danke, du bist echt in Ordnung. Ach, komm schon. Ich kann mich mal kurz aufhalten und die Rakete abfeuern. Gut. Zerstöre die imperialen Sternjäger, achso. Fehlt ja, dann muss ich nur einen töten, oder was? So, geht doch. So. Hier ist oben. Ah, ich bin komplett in die falsche Richtung geflogen. So macht man das auf jeden Fall nicht. So, wo ist jetzt die Overseer? Okay, also... Du solltest mit einem imperialen Sternzerstörer aufnehmen,
Ja. Warum nicht? Wenn wir die Asteroiden nicht zerstören, wird die Overseer den Konvoi erwischen. Scheint so, als hätte Theresa entschieden, sich selbst um den Konvoi zu kümmern. Und Gegenmaßnahme wird... Oh, ich bin einfach so ausgewichen. Auch gut. Zack, Weg wieder schön freigesprengt. Es läuft mir kalt den Rücken herunter. Konzentration. Ich konzentriere mich gerade sehr auf den Sternenzerstörer direkt hinter mir. Da kommt der Gute. Oh, oh. In der Falle. So ganz ohne Ausweg. Haha, das denkt ihr. Oh ne, jetzt kommen wieder die Jäger. Ich fand's auch mal ganz gut, einfach nur Asteroiden wegzusprengen. Wir sind aber noch weiter entfernt. Die Frage, das machen wir glaube ich nicht. Ich warte, bis die zu mir kommen. Sonst werde ich vom Sternzerstörer weggemacht. Aber es bringt nichts, die normalen zu zerstören, deswegen TIE Bomber und da kommen sie alle. Schön. Erster Tod. Schnell umdrehen. Ja, das ist einfaches Kanonenfutter für mich. Alles auf die Laser. So. Rakete für den. Das sollte dem den Chaos machen. So, das sind jetzt schön easy Ziele, Leute. Und jetzt werde ich da die anderen zerstören. Okay. Zack. Bisschen schneller. Oh, das sind aber ganz schön viele hier, die wir hier zerstören müssen. Okay, das heißt, wir haben es fast geschafft. 1300 Meter nur noch. So, auf einmal war es kurzzeitig ganz ruhig, aber dann dreht man sich um und da sind sie alle direkt da. Ja, vielleicht mal ein bisschen näher zu unserem Konvoi fliegen, dass wir da diejenigen töten. Dass wir nicht irgendwie viel kaputt machen können. Okay, mach ich. Es ist vergebene Mühe. Ihr könnt irgendwo hin. Aber ich habe kein Interesse an Gefangenen. Ich habe keine Schilde mehr. Also zum einen wäre es auf jeden Fall nice, wenn wir dann gleich irgendwie die andere Seite sehen, nach der Mission von den Imperialen. Was direkt danach passiert zum Beispiel. Das wäre auf jeden Fall eine ziemlich nice Sache. Und ich bin jetzt auf jeden Fall auch gespannt, hier gleich die Starhawk endlich mal in Aktion zu sehen. Wenn die den Traktorstahl nicht vorher aufgeladen haben oder so. Ist ein bisschen spät dran jetzt so und jetzt in so einer Situation. Ich meine, wir haben die drei Konvois, die können nichts. Unterlebt uns gegen ganze Sternzerstörer. Komm schon, mach doch hin. Es werden auch gar nicht weniger. Bumm. Oh, da ist der Sternzerstörer. Schilde nach hinten, alles auf die Schilde, dass wir da nicht irgendwie jetzt noch sterben. Ah, da steht die Overseer da hinten. Jetzt springen die jetzt alles frei. Alter, ballert das Teil jetzt? Ha, es hat funktioniert, Titan.
Im Navi-Computer des Konvois war der Sektor und das System, nach dem wir suchten. Wir haben sie genau da, wo wir sie haben wollen. Ihr Gesichtsausdruck. Alter, der Straktorstahl kann einfach den ganzen Sternzerstörer zu sich hinziehen. Ah, die können ja trotzdem noch ballern, oder? Rein theoretisch. Titan, für sofortigen Hyperraumsprung zur Overseer zurückkehren. So schnell können wir nicht springen. Wir könnten in einem Stern landen oder noch schlimmer. Wenn wir bleiben, sterben wir. Weg! Ah, okay. Wir ziehen das einfach in die Asteroiden ran, zerstören das Teil so. Schon auf jeden Fall ein heftiges Teil, da rammt es das, die Asteroiden. Okay. Die konnten jetzt einfach so abhauen, das war ja nicht der Plan. Naja, wir wissen, dass der Starhawk funktioniert. Er hat die Overseer wie eine Lotratte rumgeschleudert. Gut so. Die verdammten Imperialen haben Vergeltung verdient, mit Zinsen. Wollen wir nicht einfach einen Todesstern bauen und es schnell hinter uns bringen? Ja, komm schon, Grace. Wir sind immer noch die Guten. Egal, wir haben gewonnen, ja. Wo auch immer sie hingesprungen sind, von der Nummer erholt sich kein Schiff. Wollen wir es mal hoffen. Also sie haben ja gesagt, sie hätten den Ort von der Starhawk bzw. von der Nadiki-Werft aufgespürt. Ich glaube, die Story wird so langsam spannend. Und das wäre es auch mit der Folge dann gewesen. Wie es da weitergeht in der Story, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Wie immer großes Dankeschön an euch, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt, mit dabei wart. Vielen Dank dafür und dann hoffe ich, sehen wir uns auch in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.